Open Air Hocheibrig. Neben der Musik auf der Bühne freuen sich die Open Air Fans vor allem aufs Drumherum. Zelten, grillieren und einfach gemütlich zusammen sein. Wir haben das Leben auf dem Zeltplatz am ersten Abend vom Hocheibrig 2010 begleitet. Es ist Freitagnachmittag, kurz nach der 5. Beim Zeltplatz-Eingang treffen Open-Air-Fans aus der ganzen Schweiz ein. Wegen dem unsicheren Wetter ist eine gute Ausrüstung umso wichtiger. Jetzt haben wir mal ein Zelt dabei, Schlafsäcke, dann der Regenschutz, warme Kleider, kurze Hosen, Flipflops, alles. Für jedes Wetter ist man gerüstet. Ich war vor 2 Jahren einen Tag da und jetzt hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich komme dieses Jahr 3 Tage. Und jetzt komme ich zum Zelten. Auch die Gruppen aus Schweiz kommt zum Zelten. Mit vollen Rucksäcken, Zelt und Blachen haben sie hauptsächlich ein Ziel. Ja, Party, oder? Normal. So ein bisschen feiern. Kann man hier zum Wetter sieht nicht so wahnsinnig gut aus. Ziemlich scheiße. Ja, ja. Scheißegal. Härtekrieger. Vor dem Regenwetter lassen sich echte Campingfans also nicht abschrecken. Also morgen war es noch ruhig, aber gegen Nachmittag an haben wir gemerkt, dass es recht viele Leute kommen. Es ist gewaltig, alles mit denen war, die kommen. Und ja. Zum schlechten Wetter merkt man den Unterschied zu anderen Jahren, wo es vielleicht schön war. Also letztes Jahr, als die Halbbrücke war, am Donnerstag 40 war, sind halt schon mehr als 100 Tage gekommen. Aber ich habe das Gefühl, es sind eigentlich dieses Jahr schon jetzt gegen Nachmittag recht viele Leute gekommen. Ja. Mittlerweile ist es kurz vor der 7. Der Zeltplatz füllt sich. Doch gerade in dem Moment fängt es wieder an zu tröpfeln. Jetzt ist beim Zeltaufbau einerseits Ruhe, andererseits Effizienz handeln gefragt, dass Gepäck für die 3 Tage möglichst trocken bleibt. Das Wochenende ist für das Paar aus dem Thurgau ganz Spezielles. Wir haben das Wochenende Hochzeitstag und haben gefunden, wir wollen das irgendwie speziell feiern. Und wir sind früher schon immer an Open Air. Also haben wir gefunden, komm, wir gehen dann ins Open Air. Wir haben geschaut, wer ist an diesem Wochenende für eins. Und das ist es jetzt, ja. Aber das Wetter ist unsicher aus. Wie rüstet ihr euch da? Ja, Regenhosen, Regenjacke, Gummistiefel, ein gutes Zelt, das hoffentlich nicht reinlässt. Ja. In der unvergesslichen Hochzeitstag? Ja, ich glaube schon, ja. Die meisten haben den Zeltaufbau noch einigermaßen im Trocknen geschafft. Eine leichte Sumpflandschaft bildet sich dafür schon beim Eingangsbereich. Denn noch immer kommen die Musikfans mit ihrem Gepäck beim Hocheibrig an. Für andere, die schon da sind, ist es langsam Zeit zum Essen. Der Grill ist angeheizt, das Wasser läuft klein und gross, schon im Mund zusammen. Grillieren und Essen unter freiem Himmel, das ist Open Air pur. Und für den Ivo Neff ist gerade das Open Air Hocheibrig jedes Jahr ein Grund zum Feiern. Es ist einfach eine super Stimmung hier. Es ist einfach das Ambiente, das das bietet. Man kann hier gemütlich zelten, familiär, gemütlich, super. Ein Bierchen zwischendrin, es muss auch mal sein. Es ist einfach wunderbar, geil. Und vor allem nicht. Ich bin jetzt einer, der nicht gerne Hip-Hop hat und alles. Ich finde das super schmiedig, super gut, super cool, so Open Air in Hocheibrig. Nehmen wir noch einen Teller in die Hand. Nicole, gib mir schnell einen. Das Wetter, es mag noch so viel regnen. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter in dieser Schweiz. Es gibt nur schlechte Kleider. Wir haben Regenhosen dabei, wir haben Regenjacke dabei. Es geht alles. Die Regenausrüstung kann vorläufig aber im Zelt bleiben. Der Petrus hat ein Einsehen mit den Open-Air-Fans und lässt vorläufig aufhören tropfen. Besser noch, am Horizont macht sich eine wunderschöne Abendstimmung breit. Zu dieser präsentiert sich der Zeltplatz zunehmend ruhig. Die meisten sind jetzt auf dem Gelände am Musik hören, doch lange nicht alle. Während dem auf der Hauptbühne der Florian Ast spielt, geniesst die Gruppe aus Zürich das erste Mal das Wohlverdiente zur Nacht. Natürlich auch hier mit Fleisch vom eigenen Grill. Und der leert sich langsam, aber sicher.
Jetzt spielt der Fuhrer Florian Asch, ihr seid da. Was hat das auf sich? Ja, schau auf den Tisch, ist super. Wir haben genug zu essen. Wir haben das Feuerchen am Bröteln. Was willst du noch mehr? Noch genug Proviant dabei für die 3 Tage? Definitiv. Es warten noch 2, wie viel auch immer, Kilo Fondue für uns. Der Grill, wir haben genug Kohle dabei. Perfekt. Und noch andere bleiben vor der Hand auf dem Zeltplatz und machen die Musik lieber selber. Wir haben Florian Asch relativ viel mal gesehen. Und darum haben wir jetzt gedacht, wir bleiben da mal hier und gehen dafür später ein bisschen hindern. Was haben wir jetzt noch vor so den ganzen Abend? Was ist das Programm? Ja, sicher Spass haben, Musik, trinken und natürlich die Nacht geniessen. Sogar Trockeneis hat im Gepäck Platz gefunden und sorgt jetzt für spektakuläre Experimente. Neben der Musik ist das Open Air hochfiebrig, aber auch eine Gelegenheit, einfach mit Kollegen mal wieder ein Wochenende zusammen zu geniessen. Ja, wie wir letztes Jahr schon da waren, war es ziemlich lässig mit den Kollegen und ja, die Band und so. Ja, es macht einfach mega Spass. Schlechtes Wetter dieses Jahr, wie geht ihr mit dem um? Es ist nur eine Sache der Einstellung. Das ist schon gut, das ist kein Problem. In der Dunkelheit ist der Weg zurück zum Zeltplatz manchmal nicht ganz einfach zu finden. Erst recht nicht, wenn man schon etwas getrunken hat. Die Lichter gehen langsam aus. Je tiefer die Nacht wird, desto ruhiger wird es auf dem Hochibrig. Die persönliche Hygiene, wie das Zähneputzen, darf aber auch auf dem Zeltplatz nicht fehlen. Hier beim öffentlichen Brünneli trifft man auch in den frühen Morgenstunden immer wieder vereinzelt Leute an. Und dann ist es langsam Zeit, für ins Bett zu gehen. Die Schlafsäcke werden ausgerollt und parat gemacht. Direkt ans Schlafen denkt Michael Hediger aus Rheinach aber noch nicht. Es ist 2:30 Uhr, ihr seid schon im Bett. Also, was ist der Plan? Ja, sie haben uns von uns weggeschickt. Jetzt müssen wir hier langsam liegen. Aber wir probieren nachher wieder reinzugehen. Noch nicht müde? Nein, ein bisschen langsam schon. Es sind die ganzen 3 Tage da, machen das ganze Programm. Ja, sicher, das ist immer so. Jedes Jahr das Gleiche. Jetzt mit dem Wetter dieses Jahr, ist das kein Problem? Nein, es ist etwas anders als letztes Jahr. Letztes Jahr war es schön, dieses Mal ist es Regen. Aber das ist gleich. Wie man seinen Schlafplatz vor Nessie schützen kann, gibt es noch ganz andere Methoden. 2 Kollegen aus dem Kanton Obwalden haben ihre Hängematte dabei und schlafen statt am Boden zwischen den Bäumen. Wie lange schlafen Sie schon in der Hängematte? Etwa seit 10 Jahren. Oder nur länger. In der Freizeit. Normale Leute haben das Zelt, ihr nicht. Wieso das? Wieso? Weil einfach hängen viel besser ist. Im Boden hast du immer ein Problem mit der Masse und den Wurzeln und Steinen und alles. Das Zelt wird überflutet. Ja, und in der Hängematte hast du einfach ein bisschen in der Luft und danach ist das voll geil. Ob in der Hängematte, im normalen Zelt oder ob man die Nacht gerade sowieso durchmacht, das Leben auf dem Open-Air-Zeltplatz ist ein spezielles Erlebnis. So kann man immer wieder. Und vor allem immer wieder ein Highlight.